Was geht ab, Leute? Willkommen zum 19. Teil des Android Game App Entwicklungstutorials für panutorials.de. Mein Name ist Dennis Panjuta und in diesem Tutorial werde ich euch den Activity Lifecycle etwas genauer erklären. Und in diesem Schaubild könnt ihr sehen, welche Methoden in dem Activity Lifecycle aufgerufen werden und was passiert und unter welchen Umständen diese Methoden aufgerufen werden. Ihr findet dieses Schaubild auf meiner Homepage oder eben auf der Android-Entwickler-Seite developer.android.com. Und ich möchte euch das jetzt aber nicht anhand dieses Schaubildes genau erklären, sondern anhand einer App, die ich für diesen Zusammenhang programmiert habe. Also ich habe ein Android-Projekt angelegt und darin zwei Activities erstellt. Und in diesen Activities habe ich alle notwendigen Methoden, die in einem Lifecycle vorhanden sein können, eingefügt und außerdem noch einen Logcat hinzugefügt, damit man, also eine Log-Information, damit man im Logcat sehen kann, was wann aufgerufen wurde. Und dazu starten wir die App einmal in unserem Emulator. Und wir sehen, wenn ich das jetzt ein bisschen nach oben verschiebe, wir sehen, dass zuerst onCreate, dann onStart und dann onResume aufgerufen wurde. Und das binnen ganz weniger Millisekunden, also innerhalb von kürzester Zeit wurde es hintereinander aufgerufen in Activity 1. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zurückzudrücken, also unseren Rückbutton, in Home zu gehen und zur nächsten Activity zu gehen. Und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn wir auf Zurück gehen. Wenn ich auf Zurück drücke, wird On Pause aufgerufen, dann On Stop und dann On Destroy. Und das innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, unsere Activity wurde pausiert, gestoppt und dann komplett zerstört. Das heißt, wenn wir jetzt zurück in die Activity gehen, dann ist die nicht mehr so gespeichert, wie wir sie vorher hatten. Jetzt starte ich sie nochmal. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich zurück ins Menü von Android gehe. Es wird die On-Pause-Methode aufgerufen und dann nach einer gewissen Zeit die On-Stop-Methode. Das heißt, die On-Pause-Methode darf nicht allzu viel Recheninhalt beinhalten, also nicht zu viele Methoden, die aufgerufen werden müssen, die also nicht zu viel Rechnen aufwendige Methoden beinhalten. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück ins Spiel, weil jetzt wurde die, beziehungsweise in die App, weil jetzt wurde nur on stop aufgerufen und nicht on destroy. Das heißt, unsere Activity ist noch vorhanden und dann wurde die on restart, on start und on resume aufgerufen und nicht on create. Also wie ihr sehen könnt, onCreate würde nicht erneut aufgerufen. Das heißt, wenn irgendwelche Methoden, die für euch notwendig, also die ihr beim Wiedererstellen der Activity benötigt, in der onCreate-Methode sind, würden sie nicht aufgerufen werden, wenn der Spieler aus der Activity rausgeht und wieder in die Activity reingeht über die Methode, wie ich sie euch gerade gezeigt habe. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn wir in die zweite Activity gehen. Und dazu mache ich das Logcat mal etwas größer. Und ihr könnt sehen, in der Activity 1 wurde On Pause aufgerufen. In der Activity 2 wurde On Create, On Start und On Resume aufgerufen. Und dann wurde On Stop in Activity 1 aufgerufen. Das heißt, wie gesagt, in der On-Pause sollte nicht so viel Rechenzeit, also rechenaufwendiger Code stehen, da sonst die On-Create-Methode verzögert gestartet wird und das kann zu Problemen führen. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt auf den Zurück-Button drücke. Und wir sehen, die Activity 2 hat jetzt On-Pause aufgerufen, Activity 1 On-Restart, On-Start und On-Resume. Danach wurde Activity 2 gestoppt und zerstört. Also es ist on stop aufgerufen worden und on destroy.
Und On Destroy wird nicht nur aufgerufen, wenn die Activity geschlossen wird, sondern auch, ich zeige euch das jetzt mal kurz, wenn wenn die Orientierung eures Smartphones geändert wird. Dazu ändere ich jetzt mal die Orientierung. Und ihr könnt sehen, was hier alles passiert ist. Ich habe gerade nur von Portrait zu Landscape gewechselt. Und es wurde on Pause, on Stop, on Destroy für diese Activity aufgerufen. Dann wurde on Create, on Start und on Resume aufgerufen. Das heißt, erst einmal wurde unsere komplette Activity zerstört und dann wurde sie neu geschaffen. Und das ist also für das Spiel, das wir programmieren, ist das Schlimmste, was eigentlich passieren könnte. Weil dann unsere ganzen Elemente nicht mehr die richtigen Werte haben, unsere Sprites zum Beispiel komplett aus dem Screen verschwinden würden oder irgendwo hängen bleiben würden oder ähnliches. Ich habe damit Erfahrungen gemacht, Leute, es macht keinen Spaß. Und deswegen werden wir uns im nächsten Tutorial mit dem Manifest beschäftigen. Und dort werden wir dann Änderungen vornehmen, die die Orientierung nicht mehr veränderbar machen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt folgen, habt das verstanden mit den Activities und wie wichtig der Activity Lifecycle mit seinen ganzen Methoden war. Und was jetzt noch wichtig ist, beziehungsweise was ihr euch jetzt eigentlich noch merken könnt, ist, dass die Methode OnStart und OnRestart in den meisten Fällen überflüssig ist. Also für meine Zwecke zum Beispiel habe ich nur die Methoden onCreate, also hier onCreate, sobald die Activity erschaffen wird, dann onResume, sobald die Activity wieder erschaffen wird, also erneut erschaffen wird, aus zum Beispiel onPause und die Methode onPause, genauso wie die Methode onStop. Und das könnt ihr nochmal hier kurz sehen, was passieren kann, wenn on pause aufgerufen wurde. Es kann entweder on stop aufgerufen werden als nächstes oder eben on resume. Genauso wie wenn die on stop Methode aufgerufen wurde, dann kann entweder on destroy passieren und die Activity wird geschlossen oder nach einer gewissen Zeit wird der Prozess, das heißt die Activity wird auch zerstört. Oder eben on restart kann aufgerufen werden, darauf folgend on start und dann on resume. Das heißt, letzten Endes, on resume wird sowieso aufgerufen und deswegen können wir uns diese beiden Methoden hier sparen. Und damit wäre es das auch schon für dieses Tutorial. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Wenn nicht, dann geht auf die Developer-Seite Android, beziehungsweise googelt einfach Activity Lifecycle. Ich habe es jetzt falsch eingegeben. Googelt Activity Lifecycle und geht auf die Developer-Seite von Android. Und dort findet ihr jede Menge Informationen. Leider nur auf Englisch, aber relevante Informationen, die euch wirklich hilfreich sein können für die zukünftige Erstellung einer App, die ihr vielleicht errichten wollt. Hier stehen dann wirklich zusätzliche Erklärungen zu den Methoden und so weiter. Also zieht's euch rein, lernt daraus und abonniert den Channel und schaut euch das nächste Tutorial an, in dem wir uns dann mit dem Manifest beschäftigen werden, also mit dem Android Manifest. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.